Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Julia Althoff und ich betreue das Projekt klickbinbereit.de. Klick steht dabei für Karriere und Lehre in Klein- und Kleinstbetrieben stärken. Das Projekt ist angesiedelt am Koordinierungsbüro Übergangsschule Beruf des Rheinisch-Bergischen Kreises. Außerdem handelt es sich um ein Jobstarter Plus Projekt, das gefördert ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. Und jetzt gehen wir in unser heutiges Thema. Das heutige Thema ist das Thema Anforderungsprofil. Das heißt, Sie können sich auf Ihren Betrieb bzw. Ausbildungsberuf ein zugeschnittenes, ganz individuelles Anforderungsprofil erstellen. Und darauf gehen wir jetzt im Folgenden näher ein. Ja, warum beschäftigen wir uns jetzt mit dem Anforderungsprofil? Ein passendes Anforderungsprofil hilft Ihnen einfach bei der Gewinnung der passenden Azubis, denn so können Sie einfach zielsicher Ihre passenden Wunschkandidaten, Wunschkandidatinnen finden. Ja, jetzt sehen Sie hier so ein paar Fragen. Was haben diese Fragen zu bedeuten? Zunächst einmal, es sind nur Beispielfragen, aber was wollen wir damit erreichen? Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie sich Fragen stellen zu Ihrem Anforderungsprofil. Das heißt, was wollen Sie mit Ihrem Anforderungsprofil erreichen? Was sind Ihre Kriterien? Wonach wollen Sie suchen? Und damit ist es eben wichtig, sich auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn Sie sich vorab diese oder ähnliche Fragen stellen, finden Sie auch zielsicherer zu Ihren Kriterien, die dann jetzt im Laufe des Prozesses, wir geben Ihnen da gleich noch eine Hilfestellung, einfach besser ordnen können. Wie genau sieht jetzt diese Hilfestellung aus? Sie sehen hier das Muss-Kann-Soll-Kriterium. Was bedeutet das? Wenn Sie jetzt Anforderungen bzw. Kriterien herausgearbeitet haben, dann können Sie diese unterteilen in Muss-Kriterien. Das sind zwingende Kriterien, aber da müssen Sie sich auch wirklich auf die wesentlichen Kriterien beschränken. Und dann gibt es eben auch sogenannte Soll-Kriterien, das heißt, das sind wünschenswerte Kriterien, die aber nicht zwingend notwendig sind, wie eben ein Muss-Kriterium. Und dann gibt es zu guter Letzt sozusagen wie das Zündlein an der Waage noch sogenannte Kann-Kriterien, das heißt, die sind nicht entscheidend, können aber natürlich letztendlich bei der Wahl zwischen zwei Bewerber oder Bewerberinnen Ihnen ebenfalls eine Hilfestellung geben. Und jetzt haben wir Ihnen einfach mal ein paar Anforderungen hier vorgestellt. Und zwar haben wir zunächst einmal schulische Anforderungen, das heißt, welcher Schulabschluss soll denn der Bewerber oder die Bewerberin mitbringen? Aber auch fachliche Anforderungen, das heißt, muss der mathematisches Verständnis haben? Muss der viel rechnen? Braucht er vielleicht eher handwerkliches Geschick? Das sind, wie gesagt, nur Beispiele. Da müssen Sie einfach mal schauen, was da für Ihren Ausbildungsberuf in Frage kommt. Jetzt sehen Sie hier nochmal ein paar spezifische Anforderungen im sozialen Bereich. Das heißt, ist es zum Beispiel wichtig, eine gute Kommunikationsfähigkeit zu haben, weil zum Beispiel ein enormer Kundenkontakt vorherrscht? Oder habe ich vielleicht auch mit einem sensiblen Thema zu tun, sodass ich Einfühlungsvermögen haben muss? Auch das spielt eine wichtige Rolle. Aber auch eben personelle Anforderungen. Ist es für mich wichtig, dass jemand zuverlässig ist, dass er pünktlich in meinem Betrieb ist? All das müssen Sie einmal für sich festsetzen. Damit kommen wir auch schon zu den Vorteilen eines Anforderungsprofils. Was ist da essentiell? Zunächst einmal natürlich, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, dann können Sie auch eine passgenaue Stellenanzeige erstellen und erhalten dadurch wiederum natürlich die passgenauen Bewerberinnen und Bewerber, die für Sie in Frage kommen. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass Sie auch Ihren Auswahlprozess optimieren können. Und so wie das bei einem Kreislauf ist, haben Sie natürlich auch eine Reduzierung von Ressourcen, denn Sie sparen einfach enorm viel Zeit, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen. Und wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, dann finden Sie auch die passenden Azubis. Ja, und wenn Sie das jetzt als einen interessanten Einstieg betrachtet haben und gerne noch mehr wissen möchten, dann kann ich Ihnen nur unsere Checklisten zum Thema Ausbildungsmarketing ans Herz legen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an binbereit@rbk-online.de, dann senden wir Ihnen diese gerne zu. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie wieder zugeschaut haben. Machen Sie es gut und bis bald.